Und ich bin herzlich soweit von Shakes and Fidget. Ein chaotisches Inventar bedeutet, Wochenende ist vorbei. Hangover-Stimmung sozusagen. Doch bevor es losgeht, wollte ich nicht hier nochmal klicken, sondern bei Schilling 16 vorbeischauen auf W16 International. Ging am Freitag, also vor 3 Tagen, an den Start. Ich habe mich vor wenigen Sekunden... Was? Vor wenigen Sekunden registriert und, Moment mal, noch keinen Angriff gewonnen. Das kann nicht sein, dass sich jetzt in dieser Zeit 3000 Leute registriert haben, fast 4000. Das ist nicht möglich. Das ist unmöglich, denn eigentlich, man ist immer der Letzte, sozusagen. Also, würde ich mich jetzt neu anmelden, wäre ich Rang 43.206. Es kann nicht sein, dass... Nö, das ist Quatsch. Hier, das sind alle, die dazugekommen sind, bis zum Polak hier am Start. Genau, das heißt, in diesen paar Minütchen mit 22 Leute registriert. Und wahrscheinlich die, die sich schon gelöscht haben, sind in dieser Statistik noch mit dabei. Also, sehen wir uns mal an. Nach ein paar Tagen 40.000 registrierte Accounts, alles klar. Und was tut sich hier so? Nummer 1, was mal auffällt... Fast nur Kundschafter. Nummer 2, Magier sogar weniger als Krieger in den Top 30. Das finde ich mal sehr kurios. Aber immer die Kundis. Kundis OP. Und genau. Tschechien vertritt den Platz Nummer 1 in der Gilde Star Wars. Ja, warum nicht? 49 Mitglieder, Leiter ist Obi-Wan Kenobi. Und iStars... Einige, ich dachte, jetzt sind hier nur Star Wars Namen, fände ich irgendwie lustig, aber leider nicht. Der Gildenleiter, Level 28, das finde ich teilweise sehr spannend immer. Die Gildenleiter sind nie die Levelhöchsten, mit Abstand nicht, sondern die kümmern sich um die ganzen Geschicke hier, dass die Gilde läuft, aber die sind fast die Levelniedrigsten, häufig von den Top-Gilden. So, sehen wir uns mal weiter an. Hier jemand ohne Gilde, vielleicht mit Happy Hour Spieler etc. Also Level 43 nach dem Wochenende erreicht. Vielleicht ist da heute auch schon ein bisschen was dabei. So, Epics sehe ich eines. Erblättern kann man die ja erst ab Level 50. Deutschlandflaggen ab und zu, aber überwiegend gar nicht unbedingt. Gibt es eine zweite Gilde, die irgendwie auffällt? Vielleicht die hier, sehe ich dreimal, viermal. Jo, also... Scheint aber doch einiges abzugehen. Spannend wird es dann immer auf Level 100. Da geht es dann so richtig ab mit den Leuten. Ich swap hier mal, swipe hier mal ein bisschen durch. Den Rüdiger habe ich hier gesehen. Die Unschuld, Innocence. Okay. Ab Level 25 die Festung. Dann, Moment mal, wann gibt es denn den Schmied nochmal? Erst sobald man ab Level 99 oder so. Nein, nicht 99, 90. Und man muss die... Die Dungeons, die Schattenwelt freigespielt haben. Was zur Hölle? Man kann so einen langen Namen haben. Der Hackfleischhassende Zerhacker. den kann man hier ja gar nicht lesen. Der Hackfleischhassende Zerhacker. Warum nicht? Warum nicht? Auch bei Star Wars. Dürfte wohl... Nein. Ich meine, ein paar deutschsprachige Spiele habe ich da schon gesehen, aber dürfte, ich weiß nicht, ob das eine deutschsprachige Gilde ist, keine Ahnung. Ein paar Glücksschüchen, auch am Start. Genau, W16 International. Ich hätte, besonders bei diesem Serverstart, oh, der hat eine schöne epische Waffe, den Killomatic 5K mit 50, 50, 50. Ich hätte besonders bei diesem Serverstart keine Zeit gehabt, da zu zocken, muss ich sagen. Und vor allem am Freitag, dann Samstag und Sonntag, da muss man ja voll reinhauen. Der Serverstart macht am meisten Spaß. Okay, dieser Moment, wenn zwei Spieler Rang 84 sind. Mal drauf achten. 84, 84. Warum nicht? Die teilen sich den Rang eben. Sind wir mal nicht so. Ach, das sind, der ist auch 84. 85, 84. Darauf habe ich gar nicht so geachtet. Muss man mal die Ränge ein bisschen genauer. Das ist ja hier teilweise irgendwas. 103 plötzlich. Eventuell, wenn gerade jemand gekämpft hat, ist die Reihenfolge durchgemixt. Die Zahl hat sich zwar aktualisiert, aber die Reihenfolge natürlich noch nicht. Die können das ja nicht aktualisieren, während ich gerade in der Liste drin bin. Da muss ich vielleicht hier
Auf Ehrenhalle klicken und jetzt wäre es dann aktualisiert. Wie auch immer, ich kämpfe mal hier gegen jemanden. Komm, was hast du über meine Familie gesagt? Hä? Okay, ich lasse dich in Ruhe. Er hat seine Brüder geholt. Tut mir natürlich leid. Ansonsten, Festung. Ich scroll mal rauf, bis später. Nein, natürlich nicht. Aber es gibt jemanden, der hat bis Excel, bis zur letzten Zeile in Excel runtergescrollt. Ja, und dann gibt es einen Typen, der hat bis 1 Million oder so, nein, bis 100.000 in einem Video gezählt. Das Video ging irgendwie 24 Stunden lang. Verrückte Leute. Ja, auf jeden Fall sind da schon einige mit der Festung natürlich am Start. Ausbau geht gemächlich dahin. Und gibt es jemanden, der richtig eskaliert? 73, ja, kann ich jetzt nicht so einschätzen, was das am Anfang bedeutet. Aber 74, hier sogar jemand. 288 Ehre. 300, was? Der hatte eben 288. Da hat der gerade, während ich aktualisiert habe, 12 Ehre bekommen, sprich 12 Kämpfe. Der rastet gerade aus. 302, Moment, den verfolgen wir mal. Was ist los mit dir? Wo bekommt der gerade die Gegner her? Naja, am Gold mangelt es definitiv nicht. Das ist, ach so, falsche Liste hier. Am Gold mangelt es auf jeden Fall nicht. Das kann man schon mal sagen nach dem Gold-Event. 304. Der hat gerade mehr Kämpfe innerhalb von 10 Sekunden gewonnen, als ich auf S33 in den letzten Wochen. Okay, dann kurz zu den Gilden mal schauen, aber hier kann man es nie am Anfang sagen, weil Rang 1 bedeutet nie, bei weitem nicht, weil wer es schlau macht, der kämpft am Anfang nicht, sondern spart sich das Gold und macht dann die Raids. So ist es. Nämlich, vielleicht von den Mitgliederanzahlen her kann man sagen, hier 41 dürfte ganz gut ausgebaut sein, Durchschnittslevel 27. Wo sind denn die Star Wars? Moment mal, habe ich die überblättert? Oder wurden die so spät gegründet? Die hatten 49 Member, wenn mich nicht alles täuscht. Boah, krass. Hier kaum jemand 50. Wo ist Star Wars? Die Macht groß in mir ist, oder so. 32, hier mal jemand. Aber gibt es schon ordentlich viele Gilden, muss man sagen. Ja, und durch das Gold-Event ging da wahrscheinlich auch beim Ausbau ein bisschen mehr voran. Jetzt muss ich hier tatsächlich Star Wars eingeben. 725? Das finde ich ja mal richtig krass. Wie ist denn sowas passiert? Also, wer so spät gegründet wird, das war ja vielleicht nicht mal am ersten Tag, doch am ersten Tag schon, aber krass. Da hätte ich noch lange scrollen können. Wie weit geht's denn da noch runter? Da geht's noch ziemlich weit runter. Genau, okay. Warum nicht? Also, das war mal ein kleiner Exkurs. W16 wollte ich nur zeigen, dass sich nicht jeder anmelden muss, wen es interessiert, was da so abging. Und jetzt geht's weiter mit S14. Von W zu S. Und eine schöne Goldmission ist hier am Start. 191 Millionen, ein Großteil davon nur durch die Stadtwache vom letzten Tag. Das ging echt gut ab, muss man sagen. So, was geht noch so ab? Hoffentlich hier in der Toilette irgendwas. Soll ich da noch ein paar Dinge nehmen von meinen Begleitern, die entledigen und da was ins Klo werfen und dann dem Schmied geben. Läuft das? Nein, das war schon. Ups, das finde ich echt schade irgendwie, dass man das nicht hier direkt sehen kann. Was für falscher Platz, ich habe das doch richtig gezogen. Dann bekommst du es eben in deinen Mund hinein. So, genau, nö, nichts mehr mit alle Attribute. Egal, ein Zitrönchen mit einem Tönchen. Ohne Böhnchen, hier mein Söhnchen, nimm dies und friss das, mal schauen, was gibt denn das, 2 Millionen, was ist bei der Hexe dran, Talismane, okay, das heißt, der Hut gibt zumindest ein paar Splitter, der Gürtel wird dann verkauft von mir aus, so, ja, und habe ich jetzt was im Klo, nö, noch nicht, dann mache ich das mal und boah, 670, richtig genial. Ritterhalle, sei Dank. Beim letzten Mal habe ich ja, auf welchem Server war das? Irgendein internationaler Server. So eine krasse polnische Gilde gefunden. Die mit der Ritterhalle ebenfalls ordentlich eskaliert sind, will ich nur sagen. Kein Epic, kein Trank. Dann gibt es auch keinen Dank. Ein paar Ressourcen holen, nicht die volle Ladung. Weil ich muss auf die Pilze achten. Ich habe leider das Pilz-Event verpasst beim letzten Mal. Da nicht aufgeladen und ich lade eigentlich nur sehr ungerne ohne Dingenskirchen-Event auf. Also, deshalb die Ressourcen. Da läuft es noch nicht so, aber ich kann mir zumindest die Holzfällerhütte immer abholen. Ist auf 17, vielleicht sogar auf 18 dann noch hochziehen. Ein paar Mal geht noch, oder?
Ja, gibt noch ein paar Ressourcen. So, dann skill ich 20 Mal in die Intelligenz hinein. Hey, Rang 29, wie ist denn das geschehen? Ist da wieder jemand inaktiv geworden oder habe ich jemanden überholt? Oder war ich schon 29? Ich dachte, ich war 30. 99,99% der Spieler. Das sieht doch mal gut aus, würde ich sagen. Vielen Dank dafür. Es ist mir eine große Ehre. Ich grüße meine Mama, meinen Papa und ganz besonders meine Eltern an dieser Stelle. Ein legendäres Zitat eines österreichischen Fußballspielers. Genau. Ist aber auch so lustig, der Spruch. Wow, 60 Millionen am Ende. Das waren fast 10%. Mit einem einzigen Treffer 19%. Sehr schön. Bei Zisch, boom, hatte ich einen Versuch mit 1 Million am Ende. Hatte der noch? Ach, das hätte es werden können. Bei 18 Millionen oder so dann noch einen Treffer raushauen. Mit Crit ist gleich der Hit, ist gleich tot und Zisch, boom. Mit feinem Epic. Das ist bestimmt wieder so eine Dungeon-Bremse. Der hält so viel aus und wenn man ihn bezwingen kann, dann gibt es wieder die nächsten 10 Wirbelwindsturm, Dungeon-Portal-Gegner. Kostenlos obendrauf. Boah, wieder 4 Millionen. Was will der von mir? Was meine Familie? Nein, das hat beim letzten Mal ja auch nicht so gut geklappt, ihn zu provozieren. Von daher, das ist, da hat man nicht viel Zeit. So 2 Treffer und das, jetzt. Und dann mit minus 20 Millionen. Den hätte ich, seinen Bruder hätte ich auch noch besiegt mit diesem einen Treffer. Ja, schön. Ich habe eigentlich nur so auf Verdacht ein paar Versuche, um mir das anzusehen. Hätte nicht gedacht, dass ich den echt jetzt bezwinge nach ein paar Pilzen. Oh, ich dachte, du wirst schwächer. Pustekuchen, wirst du schwächer. Mann, ich dachte, das war jetzt nur so eine Ausnahme und die werden dann wieder schwächer. Hat auch 50.000 Intelligenz. Ach komm, das gibt es ja nicht. Oh, aber offenbar hast du weniger Kavums, eine schwächere Waffe vielleicht ausgerüstet oder so. Sehr schön. Na, es geht doch. Dschungelskorpion, was ist mit dir los? Jetzt ein Krieger? Ja, kann man mal machen. Kann man definitiv mal machen. Ein Item mit 10 Millionen. Das kommt natürlich sofort zum Schmied nicht. Oh Mann, wie bitter. 10 Millionen Gold für diese läppischen Ressourcen wird natürlich aufgehoben, bis die Hexe irgendwann mal was parat hat. Und der nächste Gegner trägt den Namen Staubfledermaus. Na gut, dann würde ich mal sagen, das reicht jetzt. 200 Pilze, darunter will ich nicht gehen. Und obwohl, ich werde sowieso drunter gehen. Mit den Begleitern. Schatten, Schatten, Schattenattentat. In der Tat. Sehr schön. 20 gewonnen. Ein Rang aufgestiegen. Was tut sich da eigentlich? 12 mal wieder. Sehr schön. Bin ich offenbar passiv aufgestiegen. Irgendwie so. Dann Erde nehmen. Danke, Towerbock. Du bist genial. Ich hoffe, jeder konnte sich Towerbock holen und hatte ein bisschen Glück bei den Missionen und den Ebenen von Otzkor. Du hast 19 mit dem Level. Spin Lady, ja, ist bitter, ist bitter. Soll ich Licht nehmen? Doch, ich nehme Licht, das ist echt bitter. Ich darf mich nicht von diesem Level täuschen lassen. Ich habe zwar genau 200 Level Vorsprung, zum Beispiel bei Wasser, aber beim letzten Mal haben wir herausgefunden, das hat nichts zu bedeuten. Aber rein gar nichts. So, wen hast du gelevelt? Flederadatz 100. Gewechselt zu Ninja. Aber nicht komplett gelevelt. Dann auf Luchterblanc beim XP-Event umgestiegen. Zornox hast du ebenfalls. Und Poison 100. Wäre vermutlich mit Wasser auch was geworden. Aber sicher ist sicher. 83 Ehre gewonnen. 3 Ränge aufgestiegen. Und jetzt hätte ich das Lichtelement benötigt. Denn mit Wasser wird das bestimmt nichts. Der hat nochmal 100 Level mehr. Ist hier Rang 8. Wenn ich verliere, verliere ich aber ordentlich was. Aber egal, oder machen wir. Wie gewonnen, so zerronnen. Rolle, du bist brutal. Du bist brutal. Was ist schon mit dir los? Wieso kann ich jetzt hier nicht so eine Live-Umfrage machen? Ja, das ist natürlich der Unterschied bei einem Livestream. Wenn ich sowas streame, dann kann ich fragen, yo, was würdet ihr tun? Würdet ihr angreifen oder nicht? Macht ihr es oder nicht? Ich mache es. Soll ich es machen? Er klickt. Ah, meine Hand. Ich mach's einfach. Egal. Wir wollen hier was sehen im Video. Vielleicht habe ich Glück und Poison hat am Ende. Nein, Poison, falsches Element. Hydro Spear. In deiner Ecke. Und Poison in der anderen. Mal schauen. Vielleicht macht die Rolle eine Rolle zur Seite und überlässt mir das Feld.
wer weiß, der Preis ist heiß, Flederadatz und so weiter, du bist mein kleiner Schatz. Pharamum nicht gelevelt, Ninja 100, das heißt, wir haben beide eigentlich 4 100er. Ist ausgeglichen für jeder Mann und jeder Frau. Der einzige Unterschied, dass er Zornox hat. Und Zornox ist noch ein bisschen stärker so. Aber, oh, bitter. Bitter! Dieser Moment, wenn ein Luchterblanc schon... Okay, der ist nur auf 70. Also, das kann noch was werden. Die Chancen stehen noch ziemlich gleich. Gut, ich habe mit 1 Million weniger begonnen. Aber wenn er angreift anstelle von mir... So, jetzt habe ich es wieder aufgeholt. Das wird ein spannender Kampf. Ich wusste, dass es so spannend wird. Komm, weich aus, Schilling. Schilling, weich aus. Ich kann da nicht hinsehen. Ich hasse das. Und ich habe verloren. 3 Ränge abgestiegen. Ich wusste schon fast, aber es war trotzdem ultra knapp. Und das kann man ja mal machen, oder? Hey, muss man machen. Warum nicht? So, kann ich wieder in der Arena kämpfen? Nein, kann ich ja leider nicht. Das war's, das war's, das war's. Und dann noch rüber schauen, warum verklicke ich mich denn heute so oft bei der Charakterauswahl? Was soll das denn? So. Dann bam, bada, bam. Muss kurz umschalten, wir sind nicht mehr beim Gold Event, bedeutet, wieder die Quests mit den meisten Erfahrungspunkten annehmen und da wird schon gelevelt. Ich habe bei Fluch bin ich umgestiegen, weil ich dachte mir, ja, Fluch erst Level 21, da kann man noch wechseln, wäre Fluch jetzt 80 gewesen, hätte ich dieses Pad natürlich noch auf 100 gezogen, aber jetzt, es lohnt sich, finde ich, nun schon zu wechseln. So, Feuer, hole ich mir hoffentlich eine kostenlose Schattenfrucht ab. Genau, den mache ich noch gerade auf 100 hoch. Und ich hoffe, dass dann irgendwann Zornox fallen kann. Ich meine, der 13. war erst. Freitag der 13. Ich weiß nicht, wann der nächste ist. Das dauert bestimmt noch ein Weilchen. Aber man kann ja mal... ich glaube, Zornox hat da was verwechselt. Ich bin der Kundi und du bist der Krieger. Du kannst eigentlich nicht zu 50% blocken. Juckt ihn einfach nicht. Juckt ihn nicht. So, 200 Millionen Gold habe ich, vielleicht muss ich ja... Yo, dankeschön. Mann ey, den habe ich schon so lange gesucht, gestern sogar ein bisschen geblättert für Tränke. Oh Mann, das hat jetzt aber gedauert. Also mal schauen. Oh, so ein schöner Hut, gar nicht so teuer und gibt ein paar arkane Splitter. Was haben wir hier? Auch was mit Splittern. Sehr schön, da kann ich ja vielleicht sogar noch irgendwas aufleveln, oder? Oder ist das schon zu teuer? Soll ich mir was gönnen? Man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Was ist denn das neueste Item von mir? Ich glaube, der Helm ist nicht so alt, oder? Oh doch, der ist alt. Dann machen wir, machen wir, machen wir. Ich nehme den Ring. Mit allen Attributen. Den kann auch ein Begleiter benötigen dann. So, einmal aufleveln. Noch ein paar Attribute extra. Dankeschön. Richtig feines Inventar mal wieder. So, das werfe ich jetzt. Ach so, das war schon. Moment mal. Das war schon, das war schon. Was sagt denn der dazu? 4,99? 4,97? Ja, Quatsch mit Soße. Wegen diesen zwei Attributen, wegen dieser zwei Attribute. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Würde ich mal sagen. Kommt das beim Schmied rein? 1157. Das sind doch mal schöne Splitter, würde ich sagen. Genau. Und wie sieht es damit aus? Das könnte ich auch machen. Das wollte ich nämlich auch machen. Deshalb noch nicht ins Klo geworfen. Jetzt hier der Gürtel. Was für den Krieger. Der Krieger kriegt sich wieder ein. Und... Oh, ist ziemlich egal. Das ist echt ziemlich egal in diesem Fall. 410 auf alle. Oder das hier die Rüstung. Darauf muss man nicht unbedingt zu achten, finde ich. Ich nehm's. Ich nehme das Teil, so, das kann dann zum Schmied, genau, rein damit. Ich kann natürlich, jetzt könnte ich für 10 Pilze oder für den Einsatz der Ressourcen eben diesen Edelstein rausholen, muss man aber nicht machen. Das ist nicht gerade der allerbeste gewesen, von daher. Und hier kommt ja bald der nächste, soll ich hier mal was angreifen, da habe ich schon lange nicht gesucht. Ich bekomme immer dieselben Gegner, den hatte ich jetzt schon 5 Mal in den letzten Tagen mit 0 Ressourcen, von daher... Genau. Also, hier vielleicht noch einen Win abholen. Dankeschön. Dann hier vielleicht noch ein paar Prozente abholen. Nein. 3% hinzugefügt. Ich hätte vielleicht vorher skillen sollen, aber aus 3% wären dann auch keine 13% geworden. Von daher würde ich mal sagen, für dieses Video war es das. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.